So, okay, Kommando zurück. Also, wir haben es geschafft. Leider, leider hat man ohne uns gestartet. Deswegen gehen wir direkt rein. Also, Mousebots hat die erste Runde geholt. Willkommen zu Panthersports gegen Mousebots. Wir haben jetzt einen neuen GoTV bekommen. Und dementsprechend sollten wir hier alles keine Probleme mehr haben. Halleluja. Also, wie gesagt, Piste gegen Mousebots. Jetzt geht's in die Forceplay-Runde von Panther. Ich habe es eben schon mal angekündigt, dass Mousebots hier durchaus Schwierigkeiten bekommen könnte, wenn Panther diesen Tag erwischt hat. Das 2 ist eine ihrer besten Maps. Tarsin. Nicht zuletzt wegen Tarsin und Tapsen. Aber Nico mit der OP. Wir sind schon 3 Spieler verloren. Das ist alles andere als sicher gewesen. Ja, wie gesagt, das 2 ist eine von Panthers stärksten Maps. Wir werden sicherlich Tapsen auf kurz oder auf den Blick Richtung kurz sehen. Ich bin mal echt gespannt, wie das ausgeht. Knife Round offensichtlich an die Jungs von. Offensichtlich an die Jungs von Panthersports gegangen. Wartet man jetzt auf uns? Also, jetzt haben wir offensichtlich noch eine Pause. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Ich habe ja auch keinen Ingame-Chat. Deswegen müssen wir uns einfach mal gedulden. Hey guys, it's live. But I don't really know why we are pausing. Weißt du, warum Speedy wieder zu Panther gewechselt ist? Es war schlichtweg, dass es bei Mousebots andere Vorstellungen gab. Ich habe jetzt keine genauen Einblicke in die Teamdynamik, aber er hat nicht in die Vorstellung gepasst von dem, was die anderen Jungs bei Mousebots wollten und was Mousebots wollte. Und deswegen haben wir sich entschieden, ihn dann aus dem Team zu entfernen. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich wahnsinnig was zu Schulden kommen lassen. Zumindest habe ich nichts von solchen Dingen gehört. Und Panther hat ihn, glaube ich, dann wieder recht gerne aufgenommen. So, jetzt geht's weiter. Rein in die dritte Runde. Tarsin hat sich einen Deagle geleistet. Und dann geht's schon los. Jawohl, Dan ist direkt weggeschossen. Saustarker Headshot. Und Nico versucht einfach nur die AK in Sicherheit zu bringen. Jawohl, die hat er gut versteckt. Das könnte sein, dass sie jemand findet. Die Frage ist, ob sie irgendwie aufgefallen ist. Nico. Da ist noch einer. Hat ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht rechtzeitig ins Wasser reingelaufen ist. Und in der Mitte Tarsin mit seiner Deagle wird von Chris J auch umgenietet. Der nächste. Tarsin! Nochmal mehr Schaden gemacht. Gob B ist auch angeschossen. Das wird gefährlich für Mousebots. Gob, der rechtzeitig wieder reinkommt. Links kommt immer durchgelaufen. Sauber geschossen. Und sie wissen, dass Tarsin der CD-Base ist. Nur noch 17 AP. Ein Schuss würde reichen. Aber Gob ist auch genauso am Abnippen. Knappe Geschichte. 3:0 Mousebots. So, jetzt wieder Pause. Also irgendwas scheint da wirklich nicht irgendwas scheint da im Argen zu sein. How do you say AWP in German? AWP. Live German Lessons. So, weiter geht's.
genau richtig reingesprayt, aber hat die falsche Richtung eingeschlagen. Chris Jay ist schon vorne raus. Hat aber noch nicht den Blick Richtung Spot geschoben. Da ist Tarzin und der will auch nicht wirklich fallen. Boah, Tarzin hat wieder so viel Schaden gemacht. Super Vorstellung von Tarzin und er wird sicherlich Mouseforts hier noch ein riesen Dorn im Auge sein. Es hat eigentlich immer, wenn es das 2 zu spielen gibt, ordentlich Leistung gebracht und eine Menge Einfluss gehabt. Da sind angehittet. Das war die Scout von Chris Jay, die ihn dort getroffen hat. Dennis hier wieder Skateboard. Auch nicht schlecht. Wie macht der das nur? Unglaublich. Sie hat schon mitbekommen, dass sie da Mitte raus sind. Dementsprechend der Überraschungseffekt von Mouseboards weg. Dann entscheidet man sich wieder in die Mitte reinzugehen. Ich hatte es ja im Vorfeld schon gesagt, dass man nicht weiß, wie es bei Mouseboards steht, wenn sie. Weil sie eben auch erst kurz von der Dreamhack zurückgekommen sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sie damit da sind. Wieder gut. Vielleicht ein bisschen zu viel angelegt, jetzt wo man in Überzahl ist. Jetzt könnte man sich auch etwas zurückhalten. Chris Jay fährt auch noch. Super Support Flash. Und da sind mit 5 AP noch 2 Leute abgeräumt. 2 zu 3. So, jetzt gibt's mit großer Wahrscheinlichkeit eine richtige Eco bei Mouseforts. Man könnte sich zumindest Tech 9 und die ein oder andere Granate leisten. Genau, man weiß nicht, wie es ist, wenn Mouseforts von der Dreamhack kommt. Und Panther Sports hat die letzten Male, wo ich sie auf das 2 gesehen habe, richtig, richtig Performance abgeliefert. Und ich bin echt gespannt, ob das hier bei den Mäusen dann reicht. Die sollten auf jeden Fall etwas besser eingespielt sein, vom Prinzip her. Aber so ein Event ist anstrengend und auch die Reise nach Hause vielleicht. Auch wenn Rumänien jetzt nicht so wahnsinnig weit weg ist. Flash raus. Rumäni ist gefragt. Hat aber die Flash ungünstig abbekommen, aber wird er ganz schnell rausgenommen. Währenddessen hat Chris Chase auch versucht, in die CD-Base reinzukommen. Das hat halbwegs funktioniert. Chris ist auf den Spot drauf gepusht. Und wir haben jetzt hier gleich sowas wie ein 4 gegen 4 auf dem A-Spot. Da sind wir einen Blick in die Mitte geworfen. Was ist da los? Ich glaube, hier wird ein Frag Richtung Spot. Jetzt ist Stoxy frag. Stoxy. Hat nochmal abgesetzt. Wollte nochmal extra genau sein. Nico mit dem Double Deagle Frag Richtung Tod ins Zweite mitgenommen. Und es bleibt dann da sehen, das Ganze zu retten. 1 gegen 3. Der Molotov hat auf jeden Fall den Kopf vom Spot gejagt, aber die AWP, die er da gefunden hat, die macht sie natürlich leichter. 4 zu 2. Und das ist die Eco-Runde für Mouseforts. Nico marschiert da weiter durch. Die Linie ist schon im Anschlag. Nur noch Tarzin im Leben. Junge Nico rastet wieder aus. Fünfte Runde für Maus.
Und jetzt kommt die Antwort von Panda Sports und die heißt Doppel-AWP. Chrissy ist klar, Struxi als zweite Awe. Struxi. Schon gespottet, aber er hat natürlich das Problem, dass er jedes Mal, wenn er ins Fenster reinsteppt, dass er da vielleicht gepickt wird. Tarsin ist nachgezogen, das war wichtig. Und Chris J wird abgefangen von Chris. Die Deckung hat wunderbar funktioniert. Jeder hat da seinen Mate einfach vernünftig gedeckt. Trotzdem konnte man auf den B-Spot drauf marschieren. Und da die Tatsache, dass Dennis hier auf lang durchgedrungen ist, die nimmt natürlich Penta die Möglichkeit, Informationen zu sammeln. Jetzt wissen sie nicht ganz genau, ob man da eventuell eher Richtung A geht. Jawohl, er muss nochmal nachsetzen. Und spätestens jetzt ist klar, das geht Richtung B und da muss man dann einen ganzen Weg zurücklegen. Rex. Sehr gut. Tapsen konnte wenigstens noch Nico picken, aber die Runde, die war weit weg. 6 zu 2. Die Eco-Runde bei Penta sieht jetzt nicht so vielversprechend aus. Also 7 zu 2. Kein Problem, die Eco runter zu spielen. Ein Spieler nur verloren, das heißt, Mousewords kann auch mal ein kleines Geldpolster aufbauen. Und jetzt gibt es einen neuen Versuch bei Penta. Die Doppel-Awe hat meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut funktioniert. Das Problem war, dass Struxi auf dem Baseboard nicht so richtig zu Rande kam. Also hätte jemand anders die Awe gespielt oder hätte Struxi einfach ein besseres Feeling dafür gehabt, dann hätte die Deckung wunderbar funktioniert. Krusty, schöner Frag. Die Smoke verhindert, dass er gerefragt wird. Und Gorb, da hat er den Ellbogen gesehen. Das sollte für Tabs ein Todesurteil sein. Und Gorb B macht gleich weiter. Irgendwo auf der Schräge hat sich Krusty noch versteckt. Jawohl, sauberer Frag. Braucht sich hier gar keine Sorgen drum machen. Und jetzt hat er sofort entschieden, da Mitte rauszugehen. Für den Fall, dass Krusty einmal Richtung Mitte schaut, könnte es passieren, dass er in die AWP von Dennis reinläuft. Dennis ist ja damals bei Penta auch AWP gewesen. Sollte das also noch halbwegs drauf haben. Und genau das ist das, was passiert ist. Jawohl, die paar Schüsse Richtung Loch, die haben ihn da rausgelockt. Küste wollte unbedingt aushelfen Richtung Mitte. Die Tarsin rein, Dennis zieht sich zurück. Oben in der Mitte hat aber Speedy schon den Offensiv-Push gewagt. Und hat Mousewords nicht mitgerechnet, dass es lang aufkommt. Aber es ist noch Nico am Leben und der hat tatsächlich die Chance, es nicht noch zu retten. Geht das so, dass es vielleicht CD-Base nachkommt? Das Problem ist, er muss sich auch langsam Gedanken machen um lang. Da sind zwei, drei Steps, die Richtung kurz unterwegs sind. Nico, jetzt muss er klicken. Da muss er klicken über die Kante, denn ein Frag würde ihm nicht reichen. Deswegen ist Spray natürlich überflüssig. Oh, das ist Runde Nummer 3 für Penta. Lang hat es gedauert, aber jetzt haben sie den Lauf von Mousewords endlich wieder etwas unterbrochen.
So, und die Mäuse haben sich etwas mehr auf den Standardaufbau zurückgezogen. Nächste einzige, der rüberzieht. Da kommt noch eine Flash von der Mitte, damit man kein Risiko eingeht, was kurz angeht. Das sieht so aus, als ob man hier einen schnellen B-Go vorbereitet, B-Split. Und das sieht sogar ganz vielversprechend aus. Dann fängt das gerade alles andere als Position. Kommen einige Schüsse durch die Smoke. Chris hat sich entschieden, doch wieder reinzugehen. Und dadurch, dass Mouseboard das so früh angespielt hat, könnte man das wirklich noch abbrechen. Alles. Ah, guter Spray. Hat Stoxy sogar Glück gehabt, dass er nicht noch mehr HP abgezogen bekommen hat. Tabs hat sich auch in Richtung CD-Base reingeschoben. Das heißt, jetzt wäre der perfekte Moment, um den Arsball anzugreifen. Aber dann muss es schnell und aggressiv passieren. Ah, die Flash, das ist gut. Tapsen sie gar nichts. Ist da irgendwo jemand in der Nähe, den abstauben könnte? Nico marschiert Richtung Mitte. Das Problem ist, dass Mouseboard die Bombe verloren hat. Denn ich glaube, da war der Plan, dass man nochmal umrotiert. Und irgendwann muss Nico ihn eigentlich mitnehmen. Jetzt hat er seinen Moment da fast ein bisschen verpasst. Tapsen! Onyx auch ohne große Chancen. Ja. Nico wollte darauf spekulieren, hier vielleicht zwei Leute ausschalten zu können. Der eine war ihm nicht genug. Mach bitte auf Englisch. Ich habe in meinem Leben noch keinen echten englischen Cast gemacht. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen krass, das eben mal schnell zu probieren. Überlegt, ob man da lang vielleicht mit der Flash durch die Smoke durchkommt. Nico, schöner Frag. Nico macht gleich weiter. Wieder rausmarschiert. Also der Bosnier rastet wieder aus. Jetzt die Flash hat gesessen, aber Nico hat seinen Schaden schon längst gemacht. Tapsen. Ah, schöner Frag von Gob. Es geht doch. Gob macht seine Kills jetzt auch. Und das ist für Panther natürlich dann ein Riesenproblem. Ich glaube nicht, dass sie das noch angehen können. 3 gegen 2. Wenn sie nicht bald einen Anti-Frag bekommen, dann gibt es ja keine Möglichkeit mehr für einen Retake. Sauber, mehr als ein Exit-Track ist da natürlich nicht mehr drin. Chris J ist schon auf der Suche, sie da zu picken. Aber Dennis hat sie beide früher erwischt. Also 9. Runde für Mouseboards. Natürlich ist das 2 etwas T-lastiger. Natürlich aber noch das 2 gute Möglichkeiten, auch Terrorrunden zu holen. Aber das sieht schon momentan danach aus, als ob Mouseboards hier die Nase vorn hat. Vor allem, da jetzt das wahrscheinlich bei den 8 Runden jetzt auch nicht bleiben wird. Denn die nächste Runde von Penta ist eine Sparrunde. Hit. Stroxy nur mit 19 AP. Und sie sind wieder zurückgegangen. Also zumindest da hat man dem Gegner die Informationen vorenthalten. Jetzt kommt da einiges Richtung Kurz. Ich glaube, es gerade mit der Granate in der Hand, aber Dennis hat ihn vernünftig gedeckt. Und Chris nimmt die Verfolgung auf. Hofft natürlich, dass er irgendjemanden im Rückzug erwischt. Gob zum Beispiel. Aber Gob hat sich rechtzeitig noch um ihn gekümmert. Der Aimpunch hat da Schlimmeres verhindert. Und Next wird im kleinen Double. 4 zu 9. Auch aufgeflogen. Nico hat einfach überall, egal was er macht, immer die richtigen Entscheidungen. Da sind er zumindest noch Schaden gemacht.
6. Ich auch lieber Move, den er da gespielt hat, aber Chris J auch mit rausgezogen. Wenn man schon die Spieler draußen hat, dann wenigstens beide. Tja, 4 zu 10. Und es sieht nicht gut aus für Panther Sports. Jetzt ist auch wieder das Geld etwas knapp. Das heißt, man wird jetzt mit dem Bossball in die letzte gehen. Und das Resultat ist, dass Mausports gute Chance hat, hier ein 11-4 draus zu machen. Und das ist dann wirklich schon sehr, sehr viel. Ja, das war kein Treffer. Oh, die Nades ist gut, aber der Ex hat wieder zugeschlagen. Hat die Nade ganz geduldig genommen. Wir nehmen die Granate an. Und wir geben die Headshots. Der Ex hat da die Ruhe weg gehabt. Okay. Hat er zumindest eine AK, das ist schon mal was wert. Stroxy gefallen. Nur noch 1 gegen 4. Kann er theoretisch noch schaffen, er müsste an Nico vorbei. Der Rest ist recht leicht auszuschalten. Da haben viele mit wenig AP unterwegs, aber Chris J hat rechtzeitig die AWP in die Hand genommen. 11 zu 4 Halbzeitspielstand. Super Performance von Mausports. Und man merkt es einfach, was es bedeutet, wenn man von so einem Major-Event wie der Dreamhack zurückkommt. Danach, ich habe es schon gerade gesagt, Nip hat auch das Gefühl gehabt, sie laufen über die Matchmaking Globals rüber und ich glaube, Mausports geht es gerade etwas genauso. Man darf auch nicht vergessen, dass die Mäuse eine, auch wenn das vielleicht einige von euch anders sehen, eine Hammerleistung abgeliefert haben auf der Dreamhack. Denn wir haben gesehen, wie knapp das die Partie zwischen G2 und Envias war. Und dass Mausports G2 da beinahe vom Server geputzt hätte mit 2-0. Das ist, denke ich, eine Auszeichnung für sich. Auch wenn sie natürlich rein von der Platzierung es nicht so weit gebracht haben, aber zumindest raus aus der Gruppenphase. Und ja, G2 gefährlich werden, muss man auch erstmal hinkriegen. Also von daher hat Penta natürlich dummerweise ein gut eingespieltes und gut vorbereitetes Mausports hier vor der Nase. Vielleicht hat man auch ein bisschen den Ehrgeiz, Penta vom Server zu schicken. Oh, Crystal, okay. Da hat's geklatscht. Und Chris J. Da hat's noch schnell fliegen die Headshots. Gob hat sich in der Grube verschanzt. Und auch bei Gob sitzt es heute, also Aiming gut. Also wenn es bei jemandem meistens nicht so funktioniert, dann ist eher das, was das Aiming angeht. Aber heute scheint er sich hier zumindest wohl zu fühlen. Next mit seinen Duels. Naja. 12 zu 4. Also Pistol Round am Mausports macht natürlich das Leben für Panther hier noch deutlich schwerer. Ist es noch unterwegs Richtung Katas. Man hat natürlich die zweite Runde jetzt nicht alles gegen gekauft, denn Penta möchte so schnell wie möglich da noch Waffen nachschieben. Jawohl, Dennis. P90 ist ihm wohlgesonnen. Hier kam ein Glock-Headshot rein. Aber die Glock alleine macht einfach nicht genug Schaden. 13 zu 4. Bin ich gespannt, ob man da vielleicht kauft. Nein, Eco. Das Problem ist, dass Penta auch sonst eigentlich keine zwei Runden finanzieren könnte. Also da hätte man sich den Forceplay sogar überlegen können, aber vielleicht hat Penta hier das Bedürfnis, direkt AWP zu spielen in der vierten Runde. Tapsen hat eine Menge Geld drin gelassen, Crystal hat auch genug. Sehen. Chris J vielleicht ein bisschen zu offensiv. Auch Next noch mit seinen Duels unterwegs. Die haben natürlich genug Munition, um da nochmal reinzugehen. Strokes sie auch weg. Der Pistolero, der Next. Kann mal jemand den Cowboy dort irgendwie unter Kontrolle kriegen? Next. Speedy hat auch nochmal eine Schelle bekommen. Bleibt bei Tapsen, der nicht mal den Boden berührt. Lebendig zumindest. 14 zu 4. Also jetzt aber mit Mausports natürlich auch ein bisschen Spaß. Next Tag hat er fleißig durch mit seiner
mit seinen Duels. Und Dennis hat sich direkt einen Autosniper geleistet. Idee. Guter Frag entlang. Hat mit Gob natürlich Mausbots ein bisschen geschwächt, denn es fehlt dieser eine Spieler und das macht die Aufgabe von Nex hier deutlich schwerer. Denn er hat das Problem, dass er sich für eine Seite entscheiden muss. Bleibt er in der Mitte, dann ist Nico auf dem A-Spot mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Zieht er aber Richtung A rüber, ist man natürlich B-Split anfällig. Momentan stellen sich die beiden Teams nur ab. Bei Mausbots ist Full Sniper angesagt. Christian hat auch die Scout gepickt. Also, ja. Alle mit Sniper unterwegs. Snacks. Jetzt weiß man, dass in der Mitte noch ein AWP ist. Man weiß, dass man einen gepickt hat. Deswegen vielleicht der Gedanke, dass man rübergehen könnte Richtung B-Spot. Next geht einfach nochmal rein. Hat Christian gepickt. Und er hat eigentlich schon angezählt mit seiner AWP. Jetzt ist Nico gefragt, hier Schaden zu machen. Mindestens einer. Oh, schönes Brett von Tapsen. Super Shot. Kann aber den Spot freimachen und damit natürlich auch die Chance deutlich verbessern. 20 Sekunden, die Bombe geht durch, gar kein Problem. Und das sollte eine Runde für Panther Sports werden. Das kann Nex eigentlich nicht mehr schaffen. Oh. Schöner Schuss. Da hat er extra nicht gezoomt, für den Fall, dass der Gegner etwas unerwartet raushüpft. Keine Ahnung. Also 14,5. Mausbots hat nochmal genug Geld zum Nachkaufen. Da wird auch einfach verzichtet drauf. Also Nico kauft Igel und Rüstung. Gob könnte eine legen. Für Dennis zum Beispiel. Nex kann selbst kaufen, sogar AWP, wenn er Lust hat. Ja, Nex nicht vergessen zu kaufen. Double Aid, Dennis. Haben sie gut gemacht. Haben da gut vorherge das Panther Sports vielleicht versucht, mit zwei Spielern Richtung B zu gucken. Das geht lang raus, was auch immer Nico da gemacht hat. Was auch immer Nico da gemacht hat. Jetzt frage ich mich aber wirklich mal, was das gerade war. Da einfach offene Landschaft rum. Offensive Flash Richtung Mitte, da möchte man natürlich Raum einnehmen. Gob lässt den Spot frei, hat jemand nichts an der Smoke funktioniert, damit er vielleicht Speedy erschießen kann und dann direkt wieder zurück in die City Base abhaut. So, er kriegt ihn aber nicht wirklich down. Jetzt kommt Next über kurz nach. Jawohl, haben sie gut gemacht. Gob. Auch down, 14-6. Und damit haben wir es geschafft, Mausbots erstmal in die Eco zu zwingen. Beziehungsweise, wenn sie sich denn dazu zwingen lassen, ist die Frage. Eine Eco würde reichen, dass die Mäuse danach wieder nachkaufen können. Treffer. Hat eine zweite Gelegenheit bekommen. Chris J. diesmal das Tor angeschossen, aber 33 AP. Na gut. Ja, Anschuss gesetzt, reicht aber nicht. Und jetzt kommen wir aus, was über lang offensiv. Ich glaube, er als erster rausgibt, einfach nur damit er schwerer zu treffen ist. Hat das Video auch nicht wirklich abgehalten. Jetzt möchte ich mal wieder reingehen. Natürlich wird man da zusammengeschossen, wenn man dort dann rausgeht aus dem Lang. Salandos, da sind. Ah, gut von Nex. Unter Umständen könnte sich da die Waffe schnappen. Wenn jemand schnell genug unterwegs ist, dann gibt es gute Chance für ihn. Warum steht die Arme? Crystal angeschossen. Aber die Pizza 50 ist natürlich auf diese extrem lange Distanz. Da nicht unbedingt die präziseste Waffe.
Siebte Runde für Penta. Neuer Versuch für Mousebots, das Spiel jetzt nach Hause zu fahren. Oh Gott, die Augen von Dennis. Sieht ein bisschen traurig aus, der Gute. Penta ist lang raus. Hat auch die Kontrolle darüber bekommen. Und Mousebots hat sich da nicht wirklich mit ihnen angelegt. Güss Jay einfach in die Cutters rein. Die Autopumpgun. Naja, die funktioniert vielleicht in manchen Situationen. Aber sobald der Gegner ihn dazu zwingt, in den Fernkampf zu kommen, dann ist das Problem. Ah Gott, die Flash hat ihn übel erwischt. Super Flash am Ende nochmal. Next, auch auf Kurz schon. Mehr oder weniger festgenagelt. 20 HP. Und ich glaube, Mousebots lässt das Ganze sein. Es sieht stark danach aus, als ob man sich hier geschlagen gibt für diese Runde. So, mit den gesäften Waffen hat sich Mousebots entschieden, nochmal nachzukaufen. Chris Jay weiterhin mit der Autoschrotflinte. Bin ich mal gespannt. Könnte natürlich sich überlegen, damit offensiv zu gehen. Da kommt ein Doppelnetz, der hat rechtzeitig gehört. Jetzt hinterher zu gehen, wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ja, die beiden machen das ganz gut, halten sich auf Distanz. Ich weiß nicht, ob man. Ich glaube nicht, dass man die Pumpgun gesehen hätte. Erstmal ganz defensiver Aufbau auf beiden Seiten. Also Kurzkontrolle, das ist immer so der erste Gedanke, den man bei Penta hat. Let's go. Jawohl, der erste sitzt. Jetzt hat man natürlich das Problem mit dem Refrain. Kann noch einen rausnehmen. Und dann hat er genug Zeit rausgespielt. Nächstes nachgeschoben. Superfrag gegen Tapsen. Währenddessen Chris Jay hier oben wartet auf seinen Moment. Da ist er. Ah, 4 AP. Währenddessen Speedy unten die beiden niedergesprayt und jetzt könnte man auch wieder reingehen. Chris Jay nimmt die Verfolgung auf. Eigentlich braucht er diesen Frag. Er weiß genau, dass er Tapsen angeschossen hat. Da würde doch ein Pumpgun-Schuss reichen. Flash in den Rücken. Tarsin ist blind, nicht Tapsen. Und Speedy macht sich auf den Weg Richtung A. Ich glaube, schnell genug da. Speedy weiß natürlich, dass er dann einen Entry-Frag braucht. Oder dass er dann einen Frag braucht, um einfach seine Chance ein bisschen auszugleichen. Dann guckt der Kopf rüber. Chris hat währenddessen seine Waffe gewechselt. Jetzt gehen sie gemeinsam rum. Refrag sitzt. 15 zu 8 Mousebots. Das Speed hat zumindest für Penta die nächste Waffenrunde finanziert. Aber 7 Matchpoints für die Mäuse. Chris ist sich wieder eine Auto-Pumpgun nachgekauft. Hat er auf Koppel zum Beispiel im Kisten ja auch ganz gerne gespielt, aber hier, ich weiß nicht, das 2 ist nicht die perfekte Map, um solche Experimente zu machen. Also ich würde das schon etwas als Troll identifizieren. So richtig ernst nehmen kann er da seine Gegner eigentlich nicht mehr. Nico und Lang. Jawohl. Haben ihn rausgejagt. Hasen ist aber auch schon angeschossen. Jetzt kommt Chris Jay auf Court, nimmt ihn raus. Na gut. Dafür geht's natürlich.
hat sich der Holländer auch eine AWP ergattert. Stolzgeladen schon. Der ist auch nicht damit gerechnet. Die Frage ist, ob Strux jetzt ein B-Go anfängt. Das könnte nämlich funktionieren, denn damit könnte man Mousebots vielleicht dazu bringen, hier auf den Spot draufzuschieben. Wenn er jetzt hier einfach nur ein bisschen Stress macht. Auf jeden Fall hat die Attacke von ihm dafür gesorgt, dass Mousebots ihren Posten auf dem A-Spot verlassen hat. Das ist schon gehört worden. Super aufgepasst zunächst. Und jetzt muss der Retake nur noch funktionieren. Das Problem ist, man hat einen Spieler auf lange in der Grube. Und Tarsin ist nicht gerade derjenige mit dem schlechtesten AK-Aiming. Jetzt gilt es. Next. Das ist nur Tarsin. Wird rausgenommen. Starke Edge von X. Und damit ist Mousebots durch. 16:8. Die Mäuse schlagen Panthersbots. Ziemlich deutlich. Ziemlich eindeutig auch. Und damit, denke ich, ist wieder...